Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Spiel mit mir FM Games und zu einem weiteren Einrichtungsvideo in Tukabuka mal wieder. Und mal wieder alleine, sondern, also wir werden heute kein Build-Battle machen, sondern wir werden uns heute ganz viel Zeit nehmen, um was ganz in Ruhe und sehr detailliert einzurichten. Und zwar ein veganes Restaurant oder ein veganer Foodmarkt, so irgendwas in die Richtung. Auch wenn ich selber ja nicht vegan, sondern nur vegetarisch bin, habe ich mir gedacht, das machen wir heute mal, weil dann wird sich, erstens wird sich Donny freuen, wenn wir ein veganes Restaurant machen. Und zweitens passt das vielleicht ganz gut, weil da kann man so ein paar Elemente dazu nehmen. Also vielleicht zum Beispiel viele Pflanzen und alles vielleicht so ein bisschen so cool, aber trotzdem gemütlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich laber gar nicht viel. Wir legen einfach mal los. Ihr seht das alles wieder dann im Schnelldurchlauf. Einfach weil es zu viel Zeit gleich kosten wird, das alles so in detailliert aufzubauen. Also ich würde sagen, let's go!
Leute, wir sind jetzt so langsam fertig. Hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Es war auf jeden Fall eigentlich immer noch zu wenig Zeit, weil man noch viel mehr hätte machen können, wenn man sich wirklich vornimmt, so viele kleine Details zu haben, wie vor allem ganz viel Essen, aber lohnt sich ja auch, ganz viel Essen einzubauen. Also, wir fangen mal an. Wir haben wirklich hier alles so im Stil von Pflanzen gehalten, weil ich dieses Grüne einfach ziemlich passend finde. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Tapete, die wirklich gut passt. Das sind, glaube ich, vor allem Zitronen hier. Zitronen haben wir jetzt nicht aufgestellt, aber zumindest sind sie dafür an der Wand. Dann haben wir hier ganz viele Pflanzen, ganz viele Lampen, weil davon, also von beiden Sachen kann man definitiv nicht genug haben. Denken wir mal weiter. Hier haben wir rechts den Raum, wo man sich das Essen holt. Da haben wir hier ganz viele vegane Sachen eben, ne? Also hier zum Beispiel Wassermelonen, das ist Limonade, Erdbeeren, Tomaten, Möhren, also Karotten und Ananas und ganz viele weitere Sachen. Und auch hier ist eigentlich so alles in dem Stil gehalten, den wir uns von Anfang an vorgenommen haben. Also viel Grün, viele Pflanzen und ein paar Lampen. Dann haben wir hier das Badezimmer, weil Badezimmer muss ja auch mal sein, wenn es eine Art Restaurant ist. Was es jetzt am Ende ist, haben wir immer noch nicht so ganz entschieden. Also sagen wir einfach ein Haus, wo man sich Essen holen kann und das auch da essen kann. Also ja, Restaurant einfach. Und auf jeden Fall haben wir hier das Badezimmer. Ich finde zum Beispiel diese Bambuspflanzen passen mega, mega gut zu diesem Waschbecken. Dann haben wir hier noch einen kleinen Spiegel. Gucken wir mal, wie es nachts aussieht. Eigentlich auch ganz schön. Dann haben wir hier so ein Zimmer, wo man sein Essen würzen kann und Fernsehen gucken kann. Keine Ahnung, warum man das braucht, aber ich hatte halt einen Raum übrig, deswegen haben wir den halt genommen. Dann haben wir hier das letzte Zimmer. Deswegen haben wir hier mal so eine kleine Sitzecke hingemacht. Ich finde die eigentlich auch ganz schick, weil man sich dann hier nochmal hinsetzen kann. Wenn man sich das ganze Essen geholt hat, dann setzt man sich halt hier hin und isst es. Außer man ist schon im Raum davor geblieben, wo man Fernsehen gucken kann. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu trinken und zu essen. Und dann haben wir hier noch ganz links den Bereich draußen. Hier kann man sich noch Pommes holen und Senf und Ketchup. Und hier sind noch ein paar Getränke. Hier kann man sich auch noch hinsetzen. Aber da ist es jetzt noch nicht ganz so detailliert eingerichtet. Das machen wir vielleicht dann noch. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz cool geworden. Mein kleiner veganer Foodmarkt oder Restaurant. Und mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie eure Meinung ist. Ich kann jetzt natürlich nicht fragen, ob ich gewonnen oder verloren habe gegen eine Person, weil habe ja alleine eingerichtet. Aber schreibt gerne eure Meinung zu diesem Einrichtungsvideo in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie ihr das so fandet, ob ihr das cool fandet. Lasst uns dafür einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!